No. Jetzt denke ich nicht mal an Kinder. Wirklich nicht. Never ever. Das reicht, wie es ist. Es ist viel zu tun. Sei es Haushalt, sei es Kinder, sei es Arbeit, alles zu viel. Deswegen passt gerade einfach ein drittes Kind gar nicht rein. Yes, ich sag's euch, ich habe immer damals gesagt, ich möchte mit 24 Kindern, zwei Kinder, zuerst der Junge, dann das Mädchen, damit er quasi so einen auf den später, weil es irgendwas ist, auf die Tochter, auf die Schwester aufpassen kann. Und Leute, ich bin mit Ende 3, was heißt, oh, ja. Mit 23, Mitte 23 bin ich schwanger geworden, habe Malik bekommen mit Mitte 23. Und es ist zuerst ein Junge geworden und dann ein Mädchen. Das ist echt krass, dass es so gekommen ist, wie man sich das immer so gewünscht hat. Das ist richtig schön. Eindeutig vom ersten aufs zweite Kind. Obwohl ich muss sagen, ja, beides ist anders, ne? Weil beim ersten Kind ist so, du bist unerfahren, beim zweiten noch so alles so mit links, du weißt, wie was ist, da machst du dir keine Gedanken mehr, rennst nicht bei jeder Kleinigkeit zum Arzt oder rufst irgendjemand an, fragst nach Hilfe und weiß ich nicht was. Aber beim zweiten ist halt so, man merkt halt schon, was schwierig ist, dass man halt, ich zum Beispiel, wenn ich alleine mit den Kindern bin, ich stille gerade die Kleine beispielsweise, dann sagt Malik, sagt die ganze Zeit, Mama spielen, Mama spielen. Ich kann halt in diesen Momenten einfach nicht, wo ich halt eigentlich auch schon ganz gerne mal mit ihm mich hinsetzen möchte und spielen möchte. Aber die Kleine ist halt so klein, dass sie einfach vorgeht, ne? Und wenn sie gerade ist, dann kann ich nicht nebenbei stillen, weil da ist sie total abgelenkt und guckt dann auch immer rum und isst halt einfach nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, vom ersten auf zweiten ein bisschen schwieriger, weil ich leider in öfteren Fällen dann auch Malik vernachlässige, was ich natürlich eigentlich nicht möchte.